Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter mit der Road to Star Wars Jedi Survivor. Bald ist es soweit. Das werden wir noch im April spielen, genauso wie auch den Horizon Forbidden West DLC, der ja auch bald kommt, und Dead Island 2. Das alles noch im April. Es sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Dieses Jahr ist der mega geil, ne? Also wirklich ein richtig geiles Gaming-Jahr, das wollte ich echt gesagt haben. Ist der mega geile Scheiß, wollte ich sagen. Irgendwie Mischung aus allem gefühlt. So. Auf jeden Fall auch natürlich, wie immer, danke für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn es euch gefällt, nehmt euch kurz die Zeit, gerne eine Bewertung dazu lassen. Das unterstützt natürlich mich und den Kanal. Ich krieg dich schon. Ja? Denkst du das? Blute für die Brut. Hilf mir bitte. Komm schon, Kerl, komm schon. Jetzt holt dich der Tod. Versuchst du es überhaupt? Ja, ich versuch es. Sehr gut, okay. Beide scannen oder nur ein Scan? Irgendwas findet man immer. Irgendwas findet man immer. Übrigens, gefunden habe ich auch ein paar Kisten auf dem ersten Planeten. Ich war noch mal kurz unterwegs. Keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas. Habe noch ein paar Kisten gefunden, an die ich mich noch erinnern konnte. Und habe jetzt ein bisschen mehr Heilung. Wir müssen jetzt hier raus, ja. Einfach hier raus. Genau. Genau hier oder links oder rechts? Ist ja eigentlich, eigentlich egal. Cal, hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Tyr. Barry, bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut, wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Ach, guck mal, da oben ist auch noch so ein Echo. Oh! Er ist da dran gegangen. Er ist da dran gegangen. Also er hat es sogar berührt. Er hätte sich auch mal festhalten können. Ne? Bleib bei mir, BD. Naja, egal. Sie sehen schnell aus. Nicht schlimm. Jetzt hat er das Fieder festgenagelt, oder was? Anstatt das hier. Ah, komm. Einmal scannen, bitte, BD1. Einmal scannen. Nein? Nicht? Hä? Ich dachte, ich müsste alle Gegner scannen. Aha. Was hat er jetzt gescannt? Guter Scan, BD. Mika. Alter, das Gesicht, wie das aussieht. Nice. Gut, 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 Freunde. So. Okay. Haben wir ein. Ja, wir haben einen Punkt. Aber die Frage ist, was wir uns jetzt holen. Ich hätte schon Bock hier. Das hier. Nee, warte mal. Nee, das hier? Regeneriert zusätzliches Leben? Oder. Warte mal, ich hab irgendwas. Ach ja! Natürlich! Stimmt! Stimmt! Stimmt, wo ihr das hier gerade seht. Ach ja, ich habe noch was anderes gefunden auf dem ersten Planeten. Ich glaube, das war der erste Planet. Ja, ja, ich glaube, da habe ich es gefunden. Achso, vielleicht ausruhen auch nochmal. Ausruhen auch nochmal, bitte. Schnell rein. Oh Gott. Mann, 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 ey. Also selbst wenn sie diese Mechanik, Gameplay-Mechanik mit drin haben, bitte beschleunigt das alles, ey. Wenn du einmal dich verklickst, dann rausgehst aus dem Meditieren, dann wieder rein. Das ist alles so. Hier. Das habe ich auch gefunden schon. So. Gehen wir auch mal. Vielleicht mal einsetzen hier. Okay, ich bin raus. Hallo! Junge, reagier doch mal drauf, was ich hier mache. Wir haben niemand, hoffentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Ja, gefällt dir das? Und tschüss. Du kommst hier nicht lebend weg. Okay. Ich muss aber sagen, so 1 gegen 1 kämpfen ist die Doppelklinge irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Im Vergleich zur Einzelklinge. Weil er immer diesen Move macht, so zack, zack, zack. Zack, zack. Cool aussehen tut's natürlich trotzdem, ne?
Er ist natürlich dafür richtig geil. Abkürzung freigeschaltet. Aber welche? Vor allem, wie der Typ jetzt wartet. Der, was denkt der andere sich jetzt gerade? Der da den Gang. Geht es hier noch auf, los? Hä? Hä? Kommt der Fahrstuhl runter? Ja, ich glaube ja. Oder? Aber hier waren wir auch schon mal. Der hier. Ich beobachte dich. Ich werde dich kriegen, Jedi. Zu langsam. Scheiße, Mann. Oh, okay, der starke Move ist natürlich. Sehen wir nach. Stark. Ja, der ist stark. Ba, 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 ba. Junge, diese Melodie ist auch ein unfassbarer Ohrwurm, oder? Unfassbar, ja. Wirklich großartig, BD. Oh, ey, die Wookie-Dörfer hier. Diese Hütten, ey. Geil. Richtig nice. Ah, sehr cool, Mann. Ich bin ja mal wirklich gespannt, was abseits. Ich bin bei den Schattenlanden, bei einem Kampfläuferwrack. Den konnte Thor bei der Flucht. Ja, red doch weiter, Red doch einfach weiter. Sag mal, ich bin hier in der Kotze von dem Scheiß. Ja, komm her. Jetzt sind wir alleine hier, wa? Und tschüss. Was ich sagen wollte. Gut ja. Gemacht. Willst du was scannen? Willst du was scannen? Ich bin ja mal gespannt, was abseits von den Star Wars Games von EA jetzt, also Jedi Survivor kommt ja jetzt, safe wird es ein Erfolg, safe, das ist jetzt schon klar, wenn sie die Qualität halten und ich muss sagen, Respawn liefert schon gut ab, ja. Also es beschweren sich zwar immer wieder Leute bei Apex, bei mir ist es auch eher so, ich spiel irgendwie, ich habe da so einmal im Jahr so eine kleine Phase Apex für zwei, drei Wochen, geiles Game so, finde ich auf jeden Fall deutlich cooler so als andere, als Call of Duty zum Beispiel, das macht mir mehr Bock. Ja, wenn ich es dann mal spiele. Aber, wir haben eigentlich mit Titanfall 1 haben die abgeliefert. Ich fand's schon, Titanfall 1 fand ich schon geil. Hat mir schon Bock gemacht. Im Multiplayer. Titanfall 2 war geil. Jedi Fallen Order ist nice. Und ich denke mal, Jedi Survivor wird auch cool. Und dass es ein Erfolg wird. Und ich denke mir auch schon, dass es mindestens auf eine Trilogie ausgebaut ist. So wie heutzutage alles so. Ja? Also alles zum, bei allem. Egal was Entertainment betrifft. Bei allem wird irgendeine Hintertür offen gelassen. Bei allem. Irgendwie gibt es dann noch eine Hintertür. Selbst wenn du abgestochen wirst, wie Kratos, mehrfach stirbst und so. Trotzdem wird die Hintertür offen gelassen, dass man das vielleicht dann doch weiterführt. Und dementsprechend könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein dritter Teil kommt. Mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Aber weiß man ja nicht. Und was denn noch alles kommt. Ja? Was ist mit dem Star Wars Game von Ubisoft? Kommt überhaupt noch was von Ubisoft, was gescheites? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist mit dem Star Wars Game von den Heavy Rain Machern? Gibt's da irgendwie neue News? Kommt da noch mal was? Ja, weiß man nicht. Sehr gut. Wookie-Behausung. Ja, hier ist der Weg wieder zurück, aber liegt hier irgendwas zum Einsammeln des Games? Ja, was ist mit dem KOTOR Remake? Na, ja, das ist ja auch irgendwie auf Eis gelegt. Das ist ja schade einfach. Ach ja, in der Kiste ist ja sowieso nur irgendwie. Irgendeine neue Hülse fürs Schwert. Das ist halt auch so eine Sache, das werden sie auch verbessern, ja? Dass du mehr Bock hast zu erkunden, weil hier lohnt es sich ja eigentlich nicht. Abseits von den dicken Essenzen und natürlich den Stimpacks. Also alles andere so klamottenmäßig, ja, kannst du mal mitnehmen so, ja, aber wirklich Vorteil hast du ja jetzt nicht. Deswegen wäre das auch übrigens, fällt mir auch gerade mal so ein und da werde ich nicht der Einzige sein, der auf die Idee kommt. Das wäre auch geil, wenn du ein Spiel hättest, wo ein Mandalorianer spielen würdest, wa? Das wäre voll geil, Alter.
Das wäre richtig geil, wenn du so Kopfgeld-Mandalorianer spielen würdest, der immer wieder Aufträge erfüllt und sich immer wieder bessere Ausrüstung kauft, sowohl Waffen, Flammenwerfer ausbauen, deine Rüstung weiter ausbauen mit diesem Veskal-Stahl, war das? Oder wie heißt es nochmal? Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare, ihr wisst schon, dieses krasse Stahl von denen. Dass du da deine Ausrüstung weiter ausbaust und so. Das wäre voll geil, Alter. Das wäre so ein No-Brainer. Du musst es halt nur gut umsetzen, Mann. Also die Idee ist ja jetzt nicht ultra krass, die ich mir jetzt kurz mal aus dem Arsch gezogen habe, aber das wäre trotzdem geil. Es wäre trotzdem richtig nice, oder? Wenn man es geil macht, natürlich, Mann. Wenn man es geil macht. Ah, guck mal hier. Ist hier was? Braucht was drin? Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Na, Poncho. Junge, der Wächter. Kommando. Das ist doch schön, oder? Ja. Ach hier, das ist neu. Ja, könnte man easy machen. Ja. Mann, das wäre was. Alleine den Mandalorianer-Krieg nehmen als Thematik und dann Spiel daraus zu machen. Besser. Besser, also mehr musst du dir gar nicht überlegen. Setz es einfach nur noch geil um jetzt als Spiel. Weißt du? Das ist alles vorgegeben, die Geschichten sind schon geschrieben eigentlich. Wenn du dann dich noch inspirieren lässt von Legends und so, die viele Storys sind. Also, weißt du, das ist immer so das Ding, man. Ja, das habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Du hast doch schon alles vorgeschrieben, ne? Du hast doch schon alles vorgeschrieben. Du hast doch schon so viel geiles Zeug. Wenn du zu dumm bist oder nicht in der Lage bist, dir selber was auszudenken, dann klau es doch weiter. Oder übernimm von damals. Man sieht es doch, was jetzt EA, sag ich schon, Disney macht. Weißt du, Star Wars übernehmen, alles sagen, Star Wars Legends ist jetzt nicht mehr Kanon. Ab sofort nicht mehr Kanon. Aber trotzdem übernehmen sie jetzt immer wieder neue Stücke daraus, weißt du, und verarbeiten die so als ihre eigene Story. Ja, ja, ist klar, ist gut. Das erklärt den Yoghurtbeerengeruch. Ziemlich gruselig. Naja. Das ist halt auch so ein bisschen, ne? Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken! Los. Wir werden Tafuul finden. Ah, neue Sachen. Sieht bestimmt aus. Naja, deswegen, also, Mann, ist so viel noch möglich. So viel noch möglich. Und in Sachen Weltendesign bin ich echt gespannt, was Ubisoft macht. Mann. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was hast du gefunden? Da bin ich schon gespannt, was sie machen. Danke, BD. Der Jedi ist hier. Korrekt. Das ist korrekt. Ich werde dich zu deinem Opfer. Ich kriege dich. Nein. Hilfe. Ey, die Doppelklinge ist auch echt ganz geil, um die Ausdauer der Gegner wegzumachen, wa? Ich werde mich trennen. Ah, okay. Sehen wir uns das mal an. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Er konnte damit rechnen. Kann man die gar nicht kaputt machen? Leute, wir haben jetzt schon knapp 15 Minuten ohne Bug. Ich weiß, vielleicht jinx ich das jetzt hier, aber ich muss es auch mal riskieren, weißt du? Jawoll, was geht ab? Hast du jetzt wirklich noch Bock, gegen mich zu kämpfen? Ja? Okay, ist doch ganz geil mit dem Doppelschwert. Wenn man so ein bisschen
ein paar Kombis reinmacht, aber so das einzelne Schwert ist auch trotzdem geil, so, ja. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Unsere Endstelle muss halten. An alle! Rückzug! Wir geben euch Deckung! Hinterhalt auf Partisanen. Einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. Okay. Ey, ich bin durch den Abschnitt gekommen, ohne fast ohne getroffen zu werden. Seit dem letzten Checkpoint. Eieiei, Junge. Wer hätte jemals das believed? Wer hätte jemals geglaubt, dass ich das jemals schaffen werde? So. Wir müssen einfach geradeaus oder nach rüber? Da oben, glaube ich, war? Da oben ist so, glaube ich, hin. Na, wie war das? Lauf doch nicht weg, mein Gott, ist das nervig. Stück Scheiße, du feiges Stück Scheiße. Du. Mein Gott. Hilfe! Jetzt rennt der weg! Ach Gott, das ist nervig. Ich hasse solche Gegner, ich hasse solche Gegner. Nee, 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 du bleibst schön da in der Ecke. Verrecke jetzt. Du kleiner Kotkäfer, ey. Ja, komm rüber, Schnecke, komm. Wie kommt der so wirklich drüber ran? Ihr will Stress? Scheiße, Mann. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Sehr gut. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Kann ich einen Stim kriegen, BD? Wollt ihr das scannen? Ich dachte, da stand irgendwas. Okay, da drüben geht's weiter. Ich meine, das ist auch so eine Sache, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall mehr Gegnervarianz abseits von den Sturmtrupplern. Weil da gibt's schon einige Varianten hier. Da sollen wir Tafel treffen. Ja, machen wir sofort. Aber das hat man ja auch schon in den Gameplays gesehen, dass es da auch schon auf jeden Fall mehr Varianz geben wird. So. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Unterwasseratemgerät. Was war da zwischen dir und Saw? Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn Saw recht hat? Wenn Kashyyyk verloren ist? Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Wir sind eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert.
Völlig egal, wie er ausgeht. Okay. Eine neue Welt. Ah, komm, nehme mit. Da war wirklich was drin. Ja, da war wirklich was drin. Oh, 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 scan, 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 scan. Di-di-di-di-di, ba-da-ba. Na, hä? Ja, schwimm doch! Was hat mich das schon wieder aufgehalten? Das ist wirklich, also manchmal weiß man einfach nicht, was hier abgeht. Oder? Aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Tja. Schau da mal zu, Sehr gut. Sehr gut. Okay. Irgendwas findet man immer. So. Oh yeah. Lass mich. Irgendwie erinnern mich diese Ranken gerade so ein bisschen an die Schlingen aus Harry Potter. Wie heißt denn? Den Dingern krieg ich Gänsehaut. Okay. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Warum greift er denn nicht? Warum hat er denn jetzt nicht gegriffen? Komisch. So, sehr gut. Okay, so machen wir jetzt, ja? Nimm das! Schieß auf ihn! Ich werde dich stoppen! Was soll ich? Nichts sollst du mehr machen! Ich kann es! Weich ruhig aus, ich gebe nicht auf! Ey, ihr seid so dumm einfach nur! Ihr seid so dumm einfach nur! Ich hoffe, ich muss hier oben lang. Aber ich glaube, ja. Sag mal, diese Animation der Kiste, die rüttelt doch eigentlich nur, weil wenn du an Land das machst, weil der BD1 reinspringt, aber der springt doch jetzt unter Wasser gar nicht rein. Trotzdem ist die Animation so. Und die haben die einfach übernommen, oder? Kann das sein? Einfach so übernommen, ach komm, lassen wir einfach so. Sag mal, das sind wieder so die Momente, wo du fragst, was ist hier los? So hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Mach dir keine Sorgen, BD1. Mach dir keine Sorgen.
Das ist geil, ey. Das macht einfach Spaß. Komm her hier. Weg mit dir, du Lump. Sag mal, Kamera, bitte. Okay. Wow, okay. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Warum hat er denn das Visier jetzt weggenommen? Das Anvisier, meine ich. Eine würdige Herausforderung. Bist du bereit, Jedi? Sag mal, dieser Kick, Alter, das ist frech von dir. Schnauze jetzt hier. Guter Scan, Betty. Guter Scan. Wie gesagt, da kann man sich, denke ich, nicht beschweren, oder? Junge, zeig doch jetzt nicht erst, ey, was soll denn das? Also, da gab's schon, allein bei diesen Auslöschungstrupplern, die spielen sich auch so ein bisschen, also die bekämpfst du ja auch so ein bisschen anders jeweils, je nach Waffe, ne? Das ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Ich irre mich gerne. Naja. Kleine Schlitterpartie hier. So. Festhalten! Boah, ich dachte schon wieder, er fällt runter. Nice, halb im Boden versunken. Egal. Wuhu. Nice. Das ist halt wirklich, das ist halt geil so, ne? Das ist eine coole Abwechslung. Das macht Spaß. Einfach so random ein paar TIE Fighter einfach vorbeifliegen, weißt du? Oh, das sieht schön aus hier, ne? So sieht übrigens auch das Abflussrohr aus, wenn du ein richtig geiles Chili gefressen hast, wa? Ein richtig dünnsches hast. Ungefähr so sieht dann das... Alter Ehrenvogel, Drachen, Flugvieh. Das sehe ich ja jetzt erst. Achte mal auf seine Haare. Wunderschön, wie er die wegschwingt, ey. Dass sie sich nicht mal unter Wasser unterhalten können. Schwach. Weißt du? Richtig krasse Technik und so und futuristic shit und so, aber das können sie nicht. So. Der Ursprungsbaum. Den Punkt sparen wir uns noch auf. Ich weiß noch gar nicht, was wir holen sollen, ey. Ehrlich gesagt. Da
warum visiert er denn jetzt da oben an, Mensch? Was ist denn hier los schon wieder? Hör bitte auf damit. Also dieses Weglaufen ist so ultra nervig gerade. Mensch. Hör doch auf, ey. Aber wie viele sind denn hier noch, ey? Das ist so nervtöten, Mann. Hör doch auf, weg so ein feiges Stück Scheiße, Mann. Jetzt traut ihr euch wieder, wa? Boah, Bruder. Ach komm. So nervig, so nervig. Ständige Weggelaufe, ey. Mein Gott, sind wir hier bei Star Wars Battlefront 1 oder was? Oh Junge, da kommen richtige Hassgefühle wieder hoch. Boah. Junge, boah, gerade richtig Flashback. Diesen Sturmtruppler hat eine Kreatur hergezerrt. Ganz schön unheimlich, BD. Ist hier nur das hier? Wo muss ich eigentlich hin, ne? Ja. Wo muss ich hin? Achso, hier einmal rum oder was? Sind wir nicht da komplett runtergerutscht? Das ist der falsche Weg. Ich glaube, hier muss ich lang, wa? Hier durch. Doch, hier oben. Oh Gott. Ja. Wirf mir ein Stim zu. Ja, die Schnecke ist mutiger als die scheiß Spinne. Scheiße hier. Geh doch mal aus dem Weg! Selbst als Leiche noch nerven. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ha, da war wirklich was drin. Da drüben muss ich hin, ne? Geht das denn? Kann man hier lang schwingen? Runter? Ne, auch nicht, ne? Ah! Okay, hier gibt es sogar zwei Stück auf dem Planeten. Ich glaube, nur er hört nicht zu groß. Ich kann das Scheiß denn nicht herziehen mit der Macht. Hierher, BD. Ja, hör auf zu kotzen. So. Danke, Wookie-Hohn. Cool. So, warte mal. Ja, ich glaube, das müsste der richtige Weg sein, oder? Nicht, ob er freundlich ist. Das hat die natürlich ausgeschaltet.
Wer uns beobachtet. Süß. Wow. Was ist das? Mein Freund, als Tarful uns herführte, sprach er vom Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Was geht denn jetzt? Schon wieder auf Drogentrip unterwegs, der Junge? Wieder der Drogentrip. Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Tja. Aber ist schon ein bisschen komisch, dass das jetzt so hier ausgelöst wurde, ne? Obwohl, was heißt komisch eigentlich? Okay. Nee, das wollte ich doch gar nicht. So, warte mal. Rückstoß, Sprinthieb. Warte mal, was haben wir denn hier? Ein mächtiger Magnet, der Gegnergruppen ruckartig in Kells Richtung zieht. Hm. Präzisionsausweichen. Nehmen wir das einfach. Nehmen wir einfach mal das. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt. Oh. Jetzt habe ich wieder Ausruhen vergessen. So. Jetzt raus hier. So, den Bosswert will ich auf jeden Fall noch sehen, Freunde, in der Folge. Den wollt ihr doch auch noch sehen, oder? Sehr gut. Sehr cool, ey. Ich mag solche Abschnitte, weißt du? So zur Abwechslung. So ein bisschen Kletter-Action. Kletter-Jump-Action, das macht schon Laune. Verletzt. Können wir ihm helfen? Ey, was ist denn das hier? Was soll das? Jetzt begreife. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Okay, wo ist der Kleine denn? Wie weit oben sind wir jetzt eigentlich in den Bäumen hier von Kajik? Schwer abzuschätzen, Marie. So geil eigentlich. So geil. Durchdesign der Planet. Also auch die Idee dahinter, meine ich jetzt, die Ursprungsidee, sag ich mal. Das macht Laune. Oh. Okay, wurde ich automatisch hierher geführt. Okay. Ich muss auch gerade irgendwie an das. Das kennt wahrscheinlich wirklich, wirklich keiner mehr. An das Tarzan PlayStation 1 Spiel denken gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht warum, ey. Das habe ich als Kind geliebt, oder? Die Disney Games als Kind, die waren so geil. Aladdin. Was gab's noch? Hier, König der Löwen. Auch knallhart eigentlich. Knallhart das Game. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Herkules PlayStation 1. Ah, oh, Junge, das habe ich geliebt. Das kam mir damals vor, wie, keine Ahnung, das hat Stunden gedauert, das durchzuspielen. Und da habe ich mal vor einigen Jahren gesehen.
so ein Full-Game-Video. Das geht einfach eine Stunde 20 oder sowas. Da bist du durch mit dem Game. Da denkst du, was? Als Kind dachtest du, Junge, das hört da gar nicht mehr auf, wa? Das ist schon geil. Und ich hatte eine richtige Enttäuschung als Kind damals. Das war ja damals noch Super Nintendo-Zeiten. Da hast du nur nach Cover ausgesucht. Du hast ja gar keine Ahnung. Also ich habe ja damals keine Zeitschriften gelesen oder sowas. Du hast nur nach Cover ausgesucht oder halt, wenn du die Figur kennst. Pinocchio-Spiel, damals Super Nintendo. Super gefreut, weil das war jetzt super, super selten, wenn überhaupt es mal was gab. Und dann war es einfach kaputt. Dann war das kaputt, das Spiel. Ja, das hat sich dann irgendwann aufgehangen. Ich weiß nicht, ob die Version am Arsch war oder sowas. Ob das Spiel einfach scheiß programmiert war, ich weiß nicht. Oh, stimmt, was auch geil war, Mickey. Ja, Mickey Mouse, Castle of Illusion, glaube ich, war das. Boah, Junge, war das auch krass. Mit den verschiedenen Kostümen und so. Ja, da kommen richtig krasse Flashbacks gerade hoch. Boah, Hammer. Ey, richtig geil. Was gab's denn noch damals? Ach, viel, viel, viel. Geiles Zeug, ey. Geile Games, ey. Geile Games. Kann helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Ah, schön, 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 schön. Wir konnten helfen, ist das nicht schön? Was ist das, BD? So. Ey, was eine Aussicht. Was eine Aussicht. Hammer. Du nimmst uns mit? Viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Hey, warte doch, BD1. Guter Scan, BD. Lass mal sehen.
Neue Lichtschwerthülse. Ja. Was war ich? Ich glaube, jetzt hätte man nicht hier jetzt das Doppelschwert gefunden? Das hat mich sowieso gewundert, dass ich das auf dem ersten Planeten gefunden habe. Wie war das? Hat man das nicht normalerweise hier erst bekommen? Oh ja, oder? Oder hat man das im... Man hat das doch storymäßig, hat man das auf jeden Fall bekommen und ich habe es halt vorher schon gefunden. Ja, ich glaube, so war das. Wenn ihr es genau wisst, auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ah, guck mal hier. Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. So. Nochmal kurz einmal ausruhen. Das bisschen Lebensenergie, das kann entscheidend sein. Im Kampf gegen das... Imperium. Niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Schnauze, komm her jetzt. Das war gar nicht. Okay, ich bin ausgewichen, aber anscheinend scheiße. Ich kann warten. Okay, ich bin anscheinend wie man gesehen hat. Ah, einfach rangesungen und direkt unterbrochen das Ganze. Ah, wir haben gleich die Ausdauer durchbrochen. Yes. Nase juckt. Ja, und unterbrochen wieder. Nice. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool, wie du es einfach so easy unterbrechen kannst. Das ist ja... Junge, heftig. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Ja, cool, das habe ich auch. Okay. Hey, bitte. Warum geht meine Macht nicht höher? Dieser Kampf ist dein letzter. Wirf mir ein Stimmzug. Ist nicht mal durch die Haut gegangen. Ist nicht mal durch die Haut gegangen. Oh Mann, ey. Ah, gefällt dir das? Einfach locker so unterbrechen, das ist nice. Mist. Kannst du deinen Treffer einstecken? Ey,
ich bin doch sogar gesprungen. Man hat es doch. Egal, scheiße. Anscheinend falsch gesprungen. Offensichtlich. Sonst hätte man mich nicht getroffen. Wohl war, ja? Ich glaube, ich bin vorhin einfach nicht hoch genug gesprungen, ne? Kämpfen wir oder was? Damit habe ich nicht gerechnet. Warum lädt sich meine Machtenergie so langsam gerade auf, ey? Mist! Findest du nicht? Oh shit. Boah, das war halt wirklich mega knapp jetzt. Es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von denen lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Hey! Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sia und Grease erwarten uns. Tja, Leute, das war wirklich sehr knapp. Da habe ich es echt noch mal ein bisschen spannend gemacht. Hätte man auch zum Ende souveräner runterspielen können. Aber gut, das hat ja trotzdem geklappt beim ersten Mal. Es hat ja trotzdem geklappt. Sehr gut, BD1. Ach ja, ey, geil. Habt ihr Bewegung gesehen? Gut in euch. Es geht los. Okay. Verbündete am Boden. Scheiß Timing von mir. Nochmal bitte. Ich will das nochmal machen. Ich will dich wegsprengen jetzt hier. Okay. Einfach aus Prinzip. Wow! Ach! Ja, wo sollst du jetzt wegrennen, wa? Ja. Du dumme Sau, du schaffst es trotzdem noch. Oh, nein. Oh, habt ihr gesehen? Ich war eigentlich auf dem... Ja. Hey! Aufpassen! Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Didi.
Arme Seele, arme kleine Seele. Kann man sich eigentlich ranschleichen? Nein, 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 diesmal nicht, ja. Hilfst du mir, mein BD? Wieder schon das Zweck los. Wo hältst du jetzt die Klappe, ja? Fall nicht zurück. Das war doch ganz gut, dass ich vorhin noch hier den Fahrstuhl schon mal gerufen habe. Das wusste ich natürlich, dass wir das noch schaffen jetzt hier. Zurückzukommen und dann, dass er da schon da ist, der Fahrstuhl, dass wir nicht warten müssen und so. Das war alles geplant. Alles war geplant von mir. Hilf mir bitte. Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-da. Habt ihr das gehört? Pass auf, sonst seid ihr die Nächsten. Okay. Verdammter Feigling! Schnauze jetzt hier. Ja, die Kiste ist das beste Beispiel, als wir das letzte Mal hier waren. Also wirklich am besten erstmal die Story durchzuspielen und dann später, wenn man da noch Bock drauf hat, noch mehr zu erkunden, aber... Ja, wie gesagt... Also wenn man wirklich versucht, irgendwie, möglichst viel zu sammeln, aber... Auf der anderen Seite kriegst du halt auch relativ früh schon ein paar... dicke Essenzen und Heilpacks und so, ja, das ist halt auch auf der anderen Seite. Der Wookiee starb an Giftdämpfen. Imperium vergiftet den Planeten. Ah, das ist mies. Ich komme nicht durch. Wie der rennt, das sieht so komisch aus. Und das Bild stottert auch irgendwie ganz komisch. Sag mal, wie kommen wir jetzt eigentlich zurück schon wieder? Das ist doch schon wieder... Ja, mein Gott, so nach oben hier einfach, oder? Wer das nach oben, das Ding? Ja. Boah, sorry, ey, ich hab die ganze Zeit den Ohren. Aber. Man kann's ja verstehen, oder? Man kann's doch verstehen, oder? Mein Gott, hör doch auf jetzt, ey. Ach ja. So, hier einfach raus, oder? Ja. Ich habe den Weg relativ schnell gefunden, muss man auch mal sagen. Aber wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookiee gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen!
Sarahs Vergangenheit. Oder wie auch immer dieser Name ausgesprochen wird. Man kann sich das auch nicht merken. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Gleich, Kerl. Bitte. Ja, dann halt nicht. Okay, wohin jetzt, BD? Tja, Datum hier. Da geht's jetzt hin. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datumir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen waren nur sie selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Hast du Hunger? Kerl, Kumpel, bist du mal draußen gewesen? Weißt du, wo wir sind? Das ist kein Ort zum entspannten Speisen. Lass uns verschwinden. Ich verhungere. Also, Zog Tormo will wirklich ein Stück von dir. Ha, du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Ja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der Haxion-Brut geht das nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle Jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brut wieder anrückt. Echt? Danke, Kerl. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Ja, ja, ist ja gut. Okay, dann gehen wir mal raus, wa? Datumir. Kerl, hast du kurz Zeit? Ja, haben wir. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Versteckt sich Grease? Sieht ganz so aus. Kein Wunder. Datumir ist nicht gerade nett zu Fremden. Cordova muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat?
Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Okay. Gab's hier vorne einen Speicherpunkt eigentlich? Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Nee, das ist wohl warm. Hey, komm mal her hier. Komm mal her hier. Loser. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Niederer Nidak. Gab's hier einen Speicherpunkt? Also so einen Meditationspunkt in der Nähe? Oder muss man erstmal ein bisschen tiefer rein? Ich weiß gar nicht mehr. Na, was wolltest du scannen hier? Sehr gut. Sehr gut. Das macht er super, der kleine Begleiter hier. Komm, renn nicht weg hier, ey. Auch im Kleinformat immer wegrennen oder was? Komm her hier. Einfach nervtötend. Hab ich den da reingeschoben? Ja. Werf einen rüber, BD1! Werf einen rüber! Hier vorne müsste doch ein Speicherpunkt sein. Diese Vor waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Bezahle für die Sünden der Jedi. Das hält mich nicht auf. Angriff! Dann wollen die mich jetzt hier Sandwich-Style auseinandernehmen, oder was? Vergiss es, ey. Ich stehe da nicht drauf. Verhindert, dass er sich bewegt. Ich werde dich erledigen, Mistkerl. Mistkerl. Stell dir mal vor, Darth Maul kommt auf dich zu. Ey, du Mistkerl. Oh Mann, ja, stimmt. Scannen immer, scannen bitte. Was gefunden? Scanne die Mistkerle. Sehr gut. So, gut, da vorne haben wir einen Speicherpunkt. Das heißt, wir können hier aufhören, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen, die dicke Folge, wieder XXL-Folge. Wie gesagt, bald startet dann der DLC zu Horizon. Das wird ja das erste sein. Dann Dead Island und dann Ende April Star Wars. Mitte Mai geht es dann direkt schon weiter mit Zelda, obwohl, man muss mal gucken, ob das hier überhaupt gewünscht ist. Zelda, ich habe keine Ahnung, kommt ja an meinem Geburtstag raus. Mal gucken. Ah, gut, also das war's, danke fürs Zusehen, lasst gerne eine Bewertung da, das wäre auf jeden Fall korrekt und ja, man hört sich, haut rein.